So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. Das ist meine dritte Anmoderation, weil ich es einfach nicht gebacken kriege. Ja, in der letzten Folge haben wir den letzten Stern im Winterdorf eingesammelt, haben auch die erste Quest abgeschlossen. Ein Schneesturm ist wieder in Jorvik eingebrochen und hat mal wieder für Chaos gesorgt. Und wir haben diesen Schneesturm zum Teil besänftigen können, indem wir Vorräte eingesammelt haben, glaube ich, denke ich. Und in der heutigen Folge haben wir auf jeden Fall, ich glaube, noch zwei Rennen. Auf jeden Fall das Rennen im Winterdorf und ein Easy-Eis-Rennen. Das hatten wir, glaube ich, auch letztes Jahr schon bekommen. Und wir schauen uns noch mal ganz schnell hier um. Was haben wir hier? Ein Carl Patterson. Hallöchen, Vivian. Sag mal, du hast dich vielleicht ein paar gute Geschenkideen parat? Ich suche etwas Besonderes für Frau Cloudmill. Ach, das ist die Mutter von James Cloudmill. Ich musste gerade überlegen, wer Frau Cloudmill ist. Oh, ach so, stimmt. Die haben ja kennengelernt in dem Einkaufszentrum. Stimmt, da waren wir ja Zeuge des Familiendramas. Einen Ratgeber ist ein bisschen gemein, aber... Ihr jungen Leute, ihr habt wirklich Köpfchen. Was für eine tolle Idee. Ich meine, es kommt immer drauf an, in welcher Beziehung man zueinander steht. Aber ich glaube, ich würde mich persönlich nicht über einen Ratgeber freuen, wenn ich Probleme hätte. Also, klar, man muss sich Hilfe suchen. Aber dann so offensichtlich ein Ratgebergeschenk zu bekommen, wäre ein bisschen schwierig. Ach, da ist die... Oh, die ist auch vom Leben gezeichnet. Carl Patterson, hast du dich auf dem Weg zur Ranch verlaufen? Wieso solltest du dich hierher verschlagen? Was macht sie überhaupt hier? Oder wolltest du mich etwa besuchen? Was macht die im Winterdorf? Guten Tag auch. Ich bin hier, weil ich dir in dieser festlichen Zeit ein Geschenk machen wollte. Was willst du mir damit sagen, Carl? Dass ich keine gute Mutter bin? Ich tue, was ich kann. Ich weiß die Geste zu schätzen, aber das Buch? Nein, danke. Ich werde trotzdem belohnt. Aber auch eine sehr, ja, ich weiß nicht, die Körperhaltung sieht nicht ganz so gesund aus. Vor allen Dingen auch wie die Beine und die Füße und der ganze Rücken. Muss ja nicht kalt sein mit diesem kurzärmeligen Shirt? Ja, schäm dich, Carl. Was haben wir hier? Ach, hier können wir wieder die ganzen Tiere reiten. Okay, das hatten wir ja schon letztes Jahr. Ist, ja, ist ganz cool, aber... Ja. Ja. Auch ich nicht wirklich. Lieber habe ich ein Rennen. Hallo, alle sind pausenlos damit beschäftigt, Dinge vorzubereiten, Kekse zu backen und Dekorationen aufzuhängen, dass sie völlig vergessen, was an den Feiertagen wirklich zählt. Ja, ganz genau. Hohe Geschwindigkeiten. Achso, dann möchte ich verpassen, das ist sie. Warum hast du irgendwie einen Sattel? Ich glaube, das ist genau das gleiche Rennen wie letztes Jahr. Was wir hoffentlich erfolgreich meistern werden. Konnte ich nicht auch umnieten? Ich dachte schon. Obwohl, hier kommt noch gleich dieser Weihnachtsschlitten. Genau, und will mich hier von der Kante stoßen. Kommt er jetzt gleich nochmal angefahren? Ich hörte ihn doch von hinten. Ja, genau. Ja, ja, und dann lacht er noch so dreckig. Eines Tages wird ihm das Lachen noch vergehen. Oh, wenn wir Geschenke. Oh, Entschuldigung. Und jetzt kommen nochmal diese komischen, genau, Boom, Boom Sachen. Yay! Wow, toll. Schön. Super. Hey, 300 XP-Punkte. Und man hat die Möglichkeit, mal schauen, den Winterzwerg Snubbel kennen. Ist nur die Frage, wie und wo lerne ich diesen wundervollen kleinen Zwerg kennen? So. Salbei grünes Halfter, 50 XP, danke.
Pferdexp 200 und Blaupinke Schneeleggings. Ja, darüber freue ich mich wirklich ganz, ganz sehr. Vielleicht können wir ihn ja eintauschen. Ach so, da muss ich nach Jorvik anscheinend. Okay. Gut, dann geht es auf nach Jorvik. Es hätte ja sein können, dass sie das Rennen ein kleines bisschen abgewandelt haben, aber ja, ich habe wahrscheinlich so viel erwartet davon. Und dann schauen wir mal, was in Jorvik wieder los ist. Denn rein theoretisch müssten wir jetzt die zweite Quest bekommen. Und vielleicht erfahren wir auch irgendwann im Laufe dieser Zeit oder im Dezember, wer denn für diesen Sturm zuständig ist. Ich würde sagen, es ist bestimmt Katja. Katja hat ja auch den letzten Sturm herbeigeschworen, indem sie auf ihre Geige, Violine, Harfe, ich glaube, es war eine Harfe. Nee, ich glaube, es war eine Geige oder Violine gespielt hatte. So. Es wird mir nicht angezeigt. Cool. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Aber wir haben immer noch oben das eisige Rennen, was wir jetzt machen werden. Aber ich habe doch schon jemanden mit diesem Zwerg gesehen. Als Begleiter. Ja, ich finde ihn schon ein bisschen niedlich. Den hätte ich schon gerne als Begleiter. Ach, stimmt, wir können ja hier drauf reiten. Ich bin ja auch doof. Oh. Bin ich doof oder bin ich schlau? Das ist jetzt die Frage. Ist der oben? Ach nee, da. Genau, es war ja der Pinguin. Genau. Stimmt, wir sind dann Fort Pinta rausgekommen. Stimmt, das ist das Rennen gewesen. Und kommen nicht irgendwann Pinguine, die mir folgen? Hier haben wir den Stern. Aha, den ich immer noch nicht fassen kann. Das müssen wir uns nachher nochmal näher anschauen. Es kann nicht sein, dass ich jetzt 3 Jahren versuche, diesen schönen Stern in meinen Besitz zu bringen. Aber das Rennen ist eigentlich erstmal ganz gemütlich. Hallo? Ich finde die so niedlich. Ich will auch so einen fetten Pinguin haben. Das ist ja gemein. Uhuhu. Ich glaube, das ist neu. Also daran kann ich mich nicht erinnern. Okay, jetzt kommen die Pinguine. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, weil die verlangsamen uns. Genau, und da ist der ganze Haufen voller Pinguine. Hallöchen! Hui! Ach doch, plus 5! Ich muss die... Oh nein! Ich will die doch nicht so da so schubsen. Nur um 5. Oder warte mal, kriege ich hier dazu? Ja. Ach, ich darf das wirklich nicht machen, weil dann kriege ich. Ah. Das ist negativ. Okay. Weil das Geräusch hat das so für mich symbolisiert, dass es was Positives gewesen wäre.
Sind wir denn bald mal da? Gott. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Ah, das sind die kleinen süßen Hacker. Genau das meinte ich. Die sind so niedlich. Oh. Ja. Schwer. Hallo, Flapper. Oh, die sind so niedlich. Oh, ich liebe diese kleinen, süßen, fetten... Ach so. So, okay. Ich dachte, das wäre ein neues Rennen. Was haben wir denn hier? Das Ponyrennen. Ja, okay. Ist schon klar, dass da nur Ponys dran teilnehmen können. Was machen wir denn jetzt? Ich will diesen kleinen, süßen Zwerg haben. Mir wurde doch angezeigt, dass wir es machen können. Mario, das, die Everwindfelder. Aha. 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 Ach komm, dann machen wir noch Südhof das Geländerennen. Das passt mal nicht ganz zu der winterlichen Stimmung. Obwohl ich mir mal gespannt bin, wie die Südhof jetzt in den Winterflair getaucht haben. Ja, glaube ich, dass ich halt diesen kleinen süßen Zwerg erstmal so offiziell nicht kennenlernen kann. Da haben wir die Südhof Farm. Aber Moment, was haben wir denn dort? Muss ich mir mal kurz anschauen. Was war das denn? Und natürlich stehen die auch noch alle so kurz angezogen da. Das hätte man vielleicht noch so programmieren können, dass die vielleicht alle kleine Wintermützchen, Handschuhe, Winterschale anziehen können. Oh, oh, hallo, hallo. Ich muss hier durch. Oh, ich sag mal. Oh nein, das ist ja Julbock. Okay, gut, das. Ja, das ist mir das hier. Oh! Was ist das? Moment. Moment. Damit haben wir 5 von 7 Sterne. Das ist sehr schön. Ich meine, das Gute ist, man sieht die halt jetzt viel schneller, als wenn das wirklich alles in der Farbe getaucht ist. Und man hört Vögel zwitschern. Genau. Und was haben wir hier? Achso, es ist Recyclingmaterial. Okay. Dann auf zum neuen Rennen. Vom Skip. Wie gesagt, über ein Rennen in Dundul hätte ich mich ein bisschen mehr gefreut. Weil in Südhof habe ich schon den höchsten Ruf. Die Koppel hier ist wunderbar, aber es wäre eine Schande, nicht auch die weite Gegend und den tollen Ausblick hier auf Südhof zu nutzen. Deswegen habe ich einen Parcours für einen Geländerrennen aufgebaut. Er erstreckt sich von der Rettungsrange bis in die Nähe des Stegs am Meer. Möchtest du es versuchen? 150 nur. Das ist echt wenig. Oh. Müssen wir dann auf der anderen Seite irgendwie wieder hoch? Eigentlich ja. Oder wir drehen irgendwie, irgendwo, irgendwann mal um.
Au. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, da! Achso, wir drehen. Okay. Wir drehen wirklich um. Okay, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so lang, aber trotzdem 150 FedExP-Punkte. Gut, man kriegt nicht 100 Rufpunkte, aber. Ja. Ich glaube, ich könnte bei Dundu zwar mit der Steilhilfe meine Rufpunkte höher bringen, aber irgendwie, ja. Kriegt man da ja nur 25 oder 20 und 35. Das ist ein kleines bisschen zu wenig. Um mich jedes Mal hinzustellen und die Pferde zu füttern, auszumisten und die Pferde mit Wasser zu versorgen. Da habe ich lieber ein Rennen, was vielleicht 70 oder, na gut, 50, ein bisschen wenig, aber Punkte bringt und natürlich auch Pferde-XP-Punkte. So, ich bin wieder da. Skippo. Achso, das habe ich jetzt. Ja, okay, gut. Das habe ich jetzt aus Versehen übersprungen. Gut. Und mehr haben wir jetzt eigentlich gar nicht. Sieh's dir an. Ja, wo? Wuhu. Ich habe nicht die Quest. Und wir haben Mittwoch. Das ist ja eigentlich immer Update-Tag, aber trotzdem habe ich es nicht. Naja, ich würde sagen, ich tue mich jetzt nicht weiter darüber beschweren, sondern wir werden in der nächsten Folge, wo ist Hermann, anfangen. Wo haben wir denn die Sandfeed-Farm? Ach, da unten. Und werden uns erstmal damit beschäftigen. Vielleicht habe ich Glück und in den nächsten zwei Tagen kriege ich dann die Aufgabe. Und wenn ja, dann werden wir natürlich das noch dazwischen mogeln. Ansonsten, wenn nicht, dann geht es erstmal mit dem guten Hermann weiter. Denn wir wollen ja wissen, wo der gute Hermann ist. Das ist ja auch ganz wichtig. Und vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar Jorvik-Punkte. Das wäre natürlich der Oberhammer. Und vielleicht haben wir auch die Chance, Jorvik endlich auf das vollste Level zu bekommen. Und wir müssen mit Lisa sprechen in der nächsten Folge. Das werden wir natürlich machen. Und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.